Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. So, wir müssen mal wieder schlafen gehen. Das letzte Mal haben wir jede Menge Zuckerrohr gesammelt. Und eigentlich könnten wir für das Zuckerrohr einen komplett neuen Garten anlegen, weil hier der ist ja total voll. Ja, deswegen würde ich sagen, wir legen für das Zuckerrohrgedöns nochmal einen neuen Garten an. Moment. Jetzt müssen wir hier erstmal ernten gehen. So, da hinten. So langsam wird alles fertig. Wieso war da nichts? Na egal. So, und zack. Das war's hiermit. Und ja, jetzt könnten wir hier rein theoretisch genau das gleiche, nur für Zuckerrohr anlegen. Und das machen wir auch. Wie viel Erde haben wir? Nur 30. Okay. Gut, dann müssen wir zuerst den ganzen Sand hier wegschaffen. Wie machen wir das? Ich würde sagen, hier reißen wir auch alles ab. Sonst ist das doof. Oh, shit. Ah, ne, ist ja egal. So. Also ich nehme jetzt hier den ganzen Sand auch weg, dass das quasi auf der gleichen Ebene ist. Jetzt gehe ich mir noch eine Schaufel bauen und dann haben wir noch eine. Ne, wir haben keine mehr. 1000 Spitzhacken und 1000 Sensen, aber keine Dings, sorry. Keine Schaufel. Da sind die Sticks. Na gut, das war falsch. So. Ach, bin total verwirrt gerade irgendwie. So. Jetzt legen wir gerade noch den Rest hier, den wir noch dabei haben, in die Truhe. Die Blumen brauchen wir nicht. Jetzt soll ich das Zuckerrohr weglegen, das brauchen wir natürlich. Pilze auch nicht. Kohle brauchen wir im Moment auch keine. Och, den Schinken da, den legen wir, ne, den legen wir jetzt mal ins Feuer. Ah, komm, den Rest holen wir einfach mit. Ah, ne, es lädt halt, um die Wolle lege ich auch hier rein. So. So, das letzte Stück Fleisch braten wir mal gerade. Und jetzt geht's ab mit der Schaufel. Ich hoffe mal, wir brauchen nur eine. Ja, wenn wir zwei brauchen, müssen wir eben noch eine machen. Gut, so, das machen wir gerade so. Und jetzt reißen wir hier die Wand ein. Und das da auch noch gerade so. Und jetzt ist hier schön alles aufgefüllt. So. Und hier kommt jetzt quasi das gleiche hin wie da hinten. Wie machen wir das? Ist das hier direkt am Rand vom Haus? Ja, dann machen wir das hier auch so. Also direkt an der Wand vorbei. Wie weit geht das? So, ich guck mal gerade. Ne, ein bisschen weiter. Also quasi. So. Wie breit machen wir das? Wir haben 20 Zuckerrohr. Oh. Ne, der. Kein Plan, wie viel man da jetzt braucht, wie viel Platz. Wir machen es einfach groß genug, weil mit der Zeit wird es ja auch immer mehr Zuckerrohr. Ups, nee, das wollte ich jetzt nicht. Aber egal, wenn da ein Loch drin ist, macht nichts. So, so breit machen wir es. Ja, ist egal, dass da noch weitergeht mit Sand. So. Und jetzt reißen wir hier nicht alles ein. Nee, das wäre bescheuert. Jetzt decken wir hier alles schön zu mit Erde. Zack. So. Und dann hier noch eine Reihe hin und da noch eine Reihe hin. Machen wir da doch wieder zu. So, gut, da machen wir jetzt auch noch ein Stück Erde hin. Oh, die Erde geht so langsam. Ja, so langsam wird es wenig Erde. Also ich habe keine mehr, sagen wir mal so. Dann hole ich da hinten noch ein Stück. Schnell. So, zack. Und das setzen wir dann noch da vorne ein und dann passt das auch. Das Gute ist, dass wir hier keine Sense brauchen, denn diese
Dingenskirschen hier. Dieses Zuckerrohr braucht keine Sense. Also muss man nicht alles voll sensen. Keine Ahnung. Na, wieso kann ich das da nicht hinsetzen? Manchmal kann man die irgendwie nicht hinsetzen. Ich habe aber keinen Plan, wieso. Nee, da wollte ich es nicht hinmachen. So. Achso, die kann man wahrscheinlich nicht. Doch, die kann man direkt nebeneinander setzen. Oh, ich weiß es nicht. Und da vorne noch 9 Stück haben wir. Dann können wir noch ein paar irgendwo hinsetzen. Also 5, um genau zu sein. Da machen wir das mal gerade hier. Und den letzten, den setzen wir einfach mal irgendwo in die Mitte rein. So, das ist jetzt unsere Zuckerrohrplantage. Und das sind die ganzen Schafe, die herumrennen und wir jetzt töten werden. Beziehungsweise wir töten sie nicht, wir holen uns nur die Wolle. So. Und da ist noch ein Schwarz. Ne, das ist nicht Schaf, das ist Grau, glaube ich, oder? Wahrscheinlich, jo. So, jetzt muss ich aufpassen, dass nicht gleich Crisis angeht. Das lädt nämlich gerade ein Patch runter und das wäre ein bisschen doof, wenn das jetzt gleich angeht, nachdem der Patch runtergeladen ist. Aber egal, das kriege ich irgendwie hin. So, jetzt brauchen wir Zäune. Hatten wir doch noch welche? Genau, ich gucke mal, ob die reichen, um das hier wieder alles zuzuzäunen. Nennt man das überhaupt so? Ja, doch. Nee, das langt nicht, aber es ist nur sehr knapp. So, jetzt gib mir mal hier Holz. Da bauen wir jetzt hier wieder so einen schönen Weg. Gut, so schön ist der eigentlich nicht, aber egal. Boah, was war jetzt? Den lassen wir wieder genau hier in die Mitte kommen. Wieso? Na egal, so. Und zwar. Oh shit. Das war dumm. So, und jetzt ist der Patch fertig im Moment. Okay, irgendwie ist es noch gar nicht angegangen, es ist gar nicht angegangen, das Spiel, aber egal. So, der Patch ist jetzt installiert, das heißt, ich kann gleich wieder weiter Crysis 2 zocken. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte, hier bin ich total falsch, ich wollte das Fleisch hier rausholen, gut, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Was ist jetzt? Jetzt ist das Spiel hängen geblieben, so. Wieso mache ich das so? Wie viele Zäune brauchen wir? Naja, ein paar mehr schon. 2 reichen, glaube ich, nicht. Aber das hier könnte sogar wirklich reichen. 4 Stück. Nee, reicht doch nicht. Shit. Einer fehlt. Gut. Dann machen wir uns noch ein paar Sticks. Wir hätten zwar jetzt nur 4 gebraucht, um einen Zaun zu machen, aber Sticks braucht... Achso, Quatsch. Sticks braucht man ja sowieso immer. Achso, nee, wir hätten sogar, ja, dann 2 bekommen, 2 Zäune, aber egal. Gut. Und zack. Das ist jetzt unsere wunderschöne Zuckerrohrplantage. Und da bauen wir dann irgendwann Zucker mit. Hoffe ich doch mal. So. Und jetzt gehen wir das andere wieder ernten. Ich habe gesehen, da gibt es wieder einiges. Da gibt es diesmal sehr viel. Na, so langsam wird es ja auch Zeit, dass das hier mal alles auswächst. So, schnell noch eine Feder genommen. Auch wenn ich keinen Plan habe, was wir nachher mit der machen. Oh, und hier müssen wir wieder nachhelfen mit so einer Sense. Ich finde, haben wir noch. Ja, wir haben noch jede Menge Sensen. Aus Holz haben wir keinen. Das ist ein bisschen blöd bei dem Texture Pack hier. Da sehen die Dingenskirschen aus wie sehen die Sensen aus wie Spitzhacken. Beziehungsweise die Spitzhacken sehen aus wie Sensen. So rum. So, und hier gibt's noch was zum Ernten. Da. Oh, schon wieder die Sense auspacken. Und da. Da. Ja, ich weiß, man darf da nicht drüber latschen, aber ich mach's immer. So. Hat das schon? Ich dachte irgendwie, da wäre mehr gewesen. Naja. Wie viel Reed haben wir jetzt bekommen? 5, 6, 7. Ich weiß es nicht. Ach, hier fehlen ja noch. Hier fehlt ja noch Zaun. Oh, guck mal, da ist schon gewachsen. Hier kann man immer einfach so drüber rennen. Das ist viel besser. Da geht nichts kaputt. Da fehlt ja noch Zaun, habe ich gerade gesehen. Also 5 Reed da rein. Die Samen hier auch. Und das Fleisch wird wieder gebraten. Zäune wollte ich bauen.
So, ich glaube, 4 Zäune sollten reichen, um da hinten alles zuzumachen. Dann gehen wir jetzt mal gucken, ob das wirklich reicht. Ne, da müssen wir lang, sonst geht das nicht. Ach ne, da müssen wir nicht lang. Ja, Quatsch. Hier müssen wir natürlich lang. Oh, das ist gerade gewachsen, dieses Zuckerrohr. Und ich bin Perfektionist. 4 lang, ganz genau. Reicht haargenau, um zu dingsen. Wird es gerade Nacht? Ich glaube, es wird gerade Nacht. Ich sortiere mal gerade diese Spitzhacken hier. Das ist ja Wahnsinn, dass hier... Ah, wir haben hier doch noch eine aus Holz. Hier so eine... Ja, ich dachte, das wäre eine Spitzhacke. Und wenn man die nebeneinander legt, die sehen doch fast genau gleich aus. Also hier kommen die Spitzhacken hin. Und die Schaufel lassen wir mal da. Und dann machen wir die... Sensen mal in die andere Ecke. So. Und den Sand, der kommt hier rein, zumindest mal die 64. Und es wird wirklich dunkel. Und das heißt für mich, das war's mal wieder mit Let's Play Minecraft. Bis zum nächsten Mal. Ciao.